hallo, meine... Ich werde es nicht ändern können, also sage ich es einfach. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben lesen gelernt. Wir können jetzt endlich lesen und... Okay. Wir können jetzt endlich lesen und ich würde gerne mal gucken, was bist du eigentlich für eine? Hi. Beste Grüße. Beste Grüße natürlich auch an dich. Ich muss jetzt erstmal schauen. Dann viel Glück. Dank viel, was? Ich will auch mit dir handeln. Okay. Wir verkaufen. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeug, wo wir verkaufen können und unsere Sachen sind kaputt. Das ist ja wundervoll. Jagdhandschuhe können weg. Hier die Platten. Irgendwas, ey, die sind viel besser als unsere, oder? Was haben wir da an? Armrüstung? Ich muss jetzt noch gucken, wo. Armrüstung. Wir haben nur Armschienen. Ach, das soll die Armschienen heißen, okay. Da haben wir hier... Ey. Raus, 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 raus. Moment. Können wir die eigentlich an? Wir haben keine Arme. Oh, Gottes Willen. Zack. Vorteil an den Dingern ist, Sichtbarkeit geht... Und Auffälligkeit und Geräusche sind weiter runter. Aber dafür kriegen wir hier Charisma. Dann behalte ich lieber die Armschienen. Okay, hat sich schon wieder erledigt. So, wir verkaufen. Rüstungen. Die Jagdhandschuhe. Die Plattendinger da. Den Silberring zweimal. Das gibt gut Geld. Den verzierten Wappenrock. Waffen, den kumanischen Bogen. Ritterjagdschwert. Haben wir das aktuell an? Minimale Agilität. Wir haben dieses komische Sachs an. Warum auch immer wir den Stecher nicht anhaben. Wir sind doch so ein Stecher. Dolchfackel, Langstreckenpfeil haben wir 2. Eigentlich können wir... Ja, 40, 40, 10... 18, 33, 9. 66, 39, 3. Wäre das eine Option? Eigentlich ja eher nicht. Ich glaube, der kann wegkommen. Nahrung, irgendwas, was wir vielleicht noch wegwerfen können? Eigentlich nicht. Und sonstiges? Hier, der Goldkelch. Können wir weg? Kommunionskelch kann beide weg. Wie viel Geld hat er überhaupt? 280. Kann er sich das überhaupt leisten? Gerade so, hä? Aber ich glaube, das ist auch so okay. Vielleicht machen wir irgendwas raus, damit er nicht... Damit wir noch ein bisschen hochhandeln können. Hier, ein Ring kann weg. Machen wir beide Ringe weg. Und dann würde ich sagen, falschen wir ein bisschen, hä? Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Ist gut. So, ich würde sagen, ja, so 235 geht schon, oder? Was sagst du dazu? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Ist er schon wütend? Ja, er ist schon extrem wütend. 230? Endlich eine vernünftige Summe. Nice. 230 Gold haben wir gemacht. Sehr, sehr, sehr gut. Gut, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, letztes Mal, wenn ich ehrlich bin. Kommt her, frischer Kohl, Karotten, Zwiebeln, Radieschen, alles, was man für eine gute Suppe braucht. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben auf jeden Fall ein Buch. Hier, wir haben ein Lesebuch, da können wir jetzt ab sofort immer drin lesen, was ich super finde. Und wir gehen einfach mal auf Questlog. Nebenquest, Tanz mit dem Teufel und unbedingt, wir müssen heute unbedingt mit dem
hier mit dem Typen in der Schenke uns treffen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine Katastrophe, wenn wir das nachher vergessen und... Nee, wir spielen es nicht nochmal. Was sagt denn die Uhrzeit? Warten. 12. Theoretisch können wir das dann eigentlich noch machen mit... Hier, der Nebenquest. Wir markieren das jetzt mal. Die ist aber tief im Wald. Die Pferd. Ah, hallo Pferd. Ich würde sagen, wir gehen im Wald. Das blaue A ist es. Ja. Und reden mal mit der. Vielleicht kann die uns auch beibringen, wie man Tricke braut. Das wäre cool. Oh, ein Schießstand. Da könnten wir vielleicht... Können wir das erforschen? Ja. Okay, super. Dann ist das schon mal angezeigt. Da könnten wir vielleicht mal unsere Bogen-Skills erhöhen, weil die sind unterirdisch aktuell noch. Endlich aus der stinkenden Stadt raus, was... Das ist mir schon wieder zu blöd, ich speichere. Bist du freundlich? Das ist einfach nur ein Wanderer. Mann, nur dafür habe ich gespeichert, hey. Hey, ah, da können wir probieren zu stehlen. Was meinst du denn da? Wir haben es geschafft, wir haben echt mal Taschendiebstahl gemacht. Was, ich weiß gar nicht, was wir bekommen haben, aber wir haben ihn beklaut. Oh mein Gott, Spieler, Fähigkeiten. Taschendiebstahl, ey. Auf einer Wellenlänge. Erhöht die Chance für einen erfolgreichen Taschendiebstahl, wenn dein Opfer die gleiche Charismusstufe aufweist wie du. Menschen wie diese erkennst du für gewöhnlich daran, dass sie ähnlich gekleidet sind wie du. Guter Riecher. Wenn du Leichen plünderst, findest du mit Münzen. Oh. Ich fühle mich super. Wir haben gerade jemanden beklaut. Aussetzen. Und er hat es nicht mal gemerkt. Ja. Können wir die dann öfters beklauen? Ich weiß nicht. Ich will das Risiko jetzt nicht eingehen. Das hat jetzt schon so gut funktioniert. Ja. So, jetzt müssten wir gleich bei der wundervollen Hexe sein. Ich glaube, das ist das. Hallo Kräuterweib. Wie kannst du es wagen? Ich wollte nicht klauen. Hey! Ich wollte nicht klauen, tut mir leid. Tut mir leid, Mann. Allmächtiger, deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen. Hi. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Ja. Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Oh ja, easy. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschice wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt,
Doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Ja. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Also LSD? Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Hm. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Hm. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Ich glaube eher das Klimpern ihrer Münzen. Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Ja, aber jetzt hat sie das Geld schon, hä? Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche... Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich möchte... Das hatten wir schon. Entschuldigung. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Ach, na gut. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Möge Gott über dich wachen. Wir haben geklaut, es tut mir leid. Ich hoffe, die ist jetzt nicht sauer auf mich. Doch ist sie. Okay, jetzt soll sie halt rennen und mich verpetzen. Ja, ich hab versucht zu beklauen. Das war nicht mal mit Absicht. Ich hab mich einfach nur verdrückt. Ja, wenn die schon mal weg ist, gucken wir doch mal hier rein. Bietet sich ja in dem Fall an. Dann hat sich's wenigstens gelohnt. Heimlichkeit, neue Stufe. Rezept für Flugsalbe. Nehmen wir mit. Das Leder nicht unbedingt. Alchemie beginnen. Ah, hier können wir das machen. Oh mein Gott, das ist ja... Oh mein Gott, das ist ja... Retterschnaps. Ich kann das kaum lesen. Wein, Brennnessel und Tollkirsche. Ach, das kann man hier lesen. Ups.
Retterschnaps. Wie hier offen. Was? Wer hier offen kostet. Ach so, wir können ja immer nicht lesen, richtig, stimmt. Wer hiervon kostet, speichert das Spiel und rettet seine Seele. Und sollte er dem Tod erliegen, so möge er wieder aufstehen. Bereite Wein, 2 Handvoll Tollkirschen und 1 Handvoll Nesseln vor. Lass 3 Nesseln für 2 Sanduhrendurchläufe kochen. Zerkleinere die Tollkirsche, gib die Tollkirschen zu und lass alles für 1 Sanduhrdurchlauf kochen. Ich finde das so cool gemacht mit dem Lesen, also... Das ist richtig cool. Ich würde gerne das Buch mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mega cool. Das wird noch was. Mit der Alchemie. Gucken wir mal hier kurz. Nichts. Okay. Können... Hund? Hund! Willst du mich verarschen, Hund? Komm mit, lauf frei. Ja, ja, ja. Perfekt. Danke. Axt haben wir hier. Oh, guck mal, ein paar Fliegenpilze. Brennnessel. Ja, komm, wenn schon ein bisschen Brennnessel hier ist, können wir da was mitnehmen. Tollkirschen. Oh, guck mal, Wermut oder was auch immer das war. Johanniskraut. Ist hier ein richtiges Paradies? Ich glaube, hier wäre ich ewig beschäftigt, wenn ich hier alles aufnehmen würde. Hund. Nur ein bisschen nehmen wir mit. Nicht zu viel. Aber hier, guck mal, Kräuterkunde ist wichtig, dass wir das lernen. Och, komm schon, Hund. Ich finde, der könnte wirklich alles gleichzeitig abgrasen. Augentrost. Warum nicht? Wir sind ein richtiger Hexer. Also wir... Das ist dann nicht mehr Kingdom Come, sondern spielen wir dann The Witcher. Je nachdem, wie es weitergeht. Oh, da ist sie ja wieder. Hi, bist du immer noch sauer auf mich, oder? Übung. Kräuterkunde. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Wiedersehen. Die ist sauer. Dein Ruf 29. Oh Gott, das will nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mit dir handeln, dass sie wieder netter zu mir ist. Was hatten die so? Stauchdiebtrunk. Verbessert dein Gehör und macht dich leichtfüßig. Deine Fertigkeiten im Schlossgang sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Cool. Trank des Verderbens verursacht starke Übelkeit, massive Gesundheitsschäden, die im Tode mündern. Die Gesundheit wird schrittweise um 110 Punkte geschwächt. Okay. Sonstiges. Gräser und Kräuter 3. Rezept für Gift. Oh, die hat ganz viele Rezepte. Wie teuer die sind! Wie teuer die sind! Liebestrank. Wow. Eine Salbe. Schmerzen lindert und Gebrechen, wenn man seine also ihre Jugend zurückgibt. Das wäre cool, aber es ist so teuer. Wir verkaufen erstmal ein paar Sachen. Einfach nur, damit sie glücklich ist. Hier, kriegst du 10 Brennnessel. Ruf verbessert. War mir eine Freude. Sagen wir, ich will jetzt mal kurz was testen. Ich verkaufe das. Wir feilschen. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Okay. Mit der Summe kann ich leben. Auf bald. Gibt es mir überhaupt was? Das war doch gerade eben schon auf 29, oder? Moment.
Tut mir leid, ich muss das jetzt auch schon wieder. Wir müssen ja rumprobieren. Sagen wir mal, ich gebe dir 10 Stück davon. Du hältst ein Gold, wir falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Ich gebe dir jetzt. Das hier und ein kleines Extra. Danke, tausend Dank. Ruf verbessert. Nicht stehlen, oh mein Gott, jetzt habe ich es ja schon wieder getan. Oh Mann. Wir gehen hier weg, das ist ja eine Katastrophe. Warum drücke ich immer das Falsche? Scheißdreck, ey. Ja, lass ganz schnell hier weg, ey. Ich will das ja nicht mal. Da drückst du aus Versehen längere Zeit eh. Ja, ich muss jetzt erstmal hier mich stellen. Ich bezahle schon meine... Ja, Verbrechen, wundervoll. Mir droht eine Geldstrafe. Wo kann ich mich stellen? Ich würde mich gern stellen. Hi. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Gott behüt dich. Haben die überhaupt hier Wachen, wo ich meine Schulden begleichen kann? Sieht irgendwie nicht so aus. Egal, wir gehen jetzt zu den Mädchen, die müssten mapmäßig da und da. Okay. Kriegen wir hin. Das mit dem Stehlen war so unnötig. Ich wollte das halt nicht mal. Ich wollte nicht mal irgendwas machen. Was ist eigentlich am nächsten? Komm, gehen wir erst runter. Erst runter zu dem Mädchen. Eigentlich hätte ich auch das Pferd nehmen können dafür. Ja! Vorsicht! Hier, okay. Gibt es ein Problem? Ich müsste eigentlich da sein. Nein? Da, die. Sie ist es. Echt? Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen? Gertrude schickt mich. Und was will sie? Will sie der Salbe nachträglich was hinzufügen? Nein. Sie macht sich Sorgen, was ihr damit vorhabt. Das Zeug ist ziemlich gefährlich. Könnte dafür auf den Scheiterhaufen landen. Was ich gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Scheiterhaufen? Man würde uns verbrennen, sagst du? Ja, bei lebendigem Leib. Falls ihr auch nur ansatzweise etwas treibt, das nach Hexenwerk stinkt. Hol's der Teufel. Sollen sie doch. Gott hat uns eh verlassen. Alle verrecken. Wir haben alles verloren. Lucifer ist unsere letzte Hoffnung. Wirst du uns verpfeifen? Ich bin nicht hier, um über euch zu richten. Ich weiß, wie es ist, seine Liebsten zu verlieren. Ich will bloß sicher gehen, dass ihr kein Schindluder treibt. Schindluder? Du glaubst, wir kaspern hier rum? Wir wollen nur nicht länger tatenlos zusehen und davon hält uns keiner ab. Ruf verbessert und davor verschlechtert. Was ist das? Rataya-Turnier, was? Heilige Marie. Ja, das ist schön. Ich will jetzt gerade kein Turnier machen. Questlog. Irgendwie läuft es gerade überhaupt nicht. Wir haben noch die anderen beiden. Vielleicht kann ich jemand anderes von denen überzeugen. Aua. Diese Kackbüsche. Warum muss ich auch immer querfeldein laufen?
So, wir müssen gleich da sein. Komm schon, kletter doch mal da hoch. Was ist los mit dir? Dann laufen wir halt außen rum. Immerhin gut für unsere Vitalität, ein bisschen rumzurennen. Was ist hier los? Hi. Was zur Hölle war das? Hä? Hä? Hey. Hey, ist da jemand? Wie sieht's dort aus? Sich hat sich und seine Leute eingelegt. Ach so, was soll ich sagen? Mapmäßig müssten wir gleich bei der sein. Nochmal gucken. Ah, das ist die, wo da steht. Hi, guten Tag. Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was schert's dich überhaupt? Der Pfarrer ist in Sorge? Godwin macht sich Sorgen. Zur Hölle mit dem Pfaffen. Von der Kanzel aus salbadert er von Mäßigung und Bescheidenheit. Doch in Wahrheit stopft er sich den Wanst voll. Wegen solchen hat der Herr uns die Kumanen gesandt, die meinen Gatten, meine Kinder geschlachtet haben. Wo war der Pfaffe da, hä? Allein, was ich bislang gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Was juckt mich der Scheiterhaufen? Alle, die mir lieb waren, sind tot. Ich habe nichts zu verlieren. Und dir auch nichts zu sagen. Was ich nachts treibe, ist meine Sache. Das läuft irgendwie mit der Redekunst überhaupt nicht gut, habe ich das Gefühl. Können wir eigentlich noch mit dir reden? Ich habe etwas über... Und das hast du wo gehört? Das Kräuterweib? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will die? Haben wir ihr nicht genug gezahlt? Darum geht es nicht. Sie sorgt sich um euch. Oh Gott, hoffentlich funktioniert es. Die Salbe birgt Gefahr und sie will sicher gehen, dass ihr keine Dummheiten anstellt. Deine Sorge ehrt dich. Aber wir sind erwachsen, alt genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Was wir in der Nacht in den Wäldern treiben, geht niemanden was an. Wer ist da? Folge den Frauen in den Wald. Ah, hahaha. Jetzt haben wir von ihr sozusagen erfahren, dass die das nachts in den Wald machen. Das heißt, wir können sie dort beschützen, notfalls, wenn irgendwas Blödes passiert. Questlog-mäßig, wie sieht's denn da überhaupt aus? Aktuelle Aufgabe, folge den Frauen in den Wald. Gehen die da schon hin, oder was? Was geht da? Jesus! Du willst etwas von mir, nicht wahr? Nee. Ja, okay, jetzt haben wir zwei Quests im Prinzip. Wir dürfen das mit der Bar nicht vergessen. Das mit der Taverne dürfen definitiv dieses Mal nicht vergessen. Sonst ist der unglaublich sauer, wenn wir das wieder vergessen werden. Und das mit den Frauen. Ich hoffe, das überschneidet sich nicht. Heißt, dass wenn wir da mit ihm in der Bar sind, dass es dann so spät ist, dass die Frauen sich schon selber umgebracht haben. Das wäre halt auch nicht so geil. Ihr trifft dich am Abend mit dem Typen mit dem Pfarrer. Das können wir ja machen. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder zeitlich genau an dem Punkt. Dann können wir uns hier gerade wieder hier draufstellen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Jahreswechsel. Heute ist nämlich der erste. Wollte ich mal erwähnen. Und... ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten.